Hallo miteinander, heute möchte ich euch in diesem Screencast zu Bootstrap 4 zeigen, wie man auf verschiedenen Möglichkeiten mit der Seitennummerierung, also Seitennavigation, zusteuern kann. Wir haben auch die Breadcrumbs, die wir anschauen werden, und noch sogenannte Listendarstellungen. Also beginnen wir mit der Pagination. Pagination ist, wie das Wort schon sagt, eben eine Möglichkeit, von einer Seite zur nächsten zu springen. Das braucht man häufig, wenn man beispielsweise Datentabellen darstellen will und dann jetzt jeweils irgendwie 10 oder 20 Resultate anzeigt und kann es dann jeweils von der ersten Seite auf die nächste und so weiter, Previous und so weiter springen. Das geht ganz einfach mit der Klasse Pagination. Mit der CSS-Klasse könnt ihr entsprechend arbeiten und macht eigentlich eine Unordered List, UL, und dann innerhalb dieser Unordered List, List Items, und gebt denen einfach in letztlich diese Klasse Pagination. Probieren wir das gleich mal aus. Übernehmen wir das von Bootstrap, diesen Block, und schauen mal, wie das aussieht. Ihr seht da rechts im Brackets entsprechend die Darstellung. Also wir haben da Previous, also vorherige Seite könnte man schreiben. Dann haben wir die Seite 1, 2, 3 und dann nächste Seite. Also können da quasi durchblättern. Wie ist es zusammengesetzt? Also wir haben hier das List-Item, dann kommt ein Link und der Link hat auch wiederum eine Klasse Page-Link und dann href, das ist dann entsprechend der Link. Also wenn wir jetzt hier beispielsweise Start oder nein, Previous .html hinschreiben würden und dann hier drauf drücken, springt er tatsächlich auf diesen Link previous.html. Nun, was haben wir weitere Möglichkeiten in dieser Darstellung? Wir können die Klassen aktivieren und dann zeigen, dass die Seite entsprechend ausgewählt wurde. Das machen wir mit der Pagination, mit der CSS-Klasse Active. Also gehen wir jetzt beispielsweise, wenn ihr auf das Zeile 2 sind, können wir auf die Klasse, fügen wir da an, Active, und dann voilà. Mit dieser Darstellung können wir dann eben zeigen, dass diese Klasse 2 ausgewählt ist. Dann gibt es die Möglichkeiten, Klassen zu deaktivieren, also in dem Sinn, wenn wir gewisse Möglichkeit nicht haben, auf die nächste Seite zu springen, wenn beispielsweise die dritte Seite ausgewählt ist, machen wir doch das mal, dritte Seite hier, dann ist ja das die letzte und dann soll man nicht noch weiter springen können und darum brauchen wir Disabled, entsprechend wird dann das gegraut und ist auch kein Link mehr, obwohl es hier eigentlich ein Link ist. Also von dem her macht auch Bootstrap da gewisse Aktivierungen im Hintergrund. Dann auch hier können wir die Größe der Seiten anzeigen, untersteuern. Wir können einfach Pagination, LG, wird das Ganze etwas größer gemacht. Wenn man es richtig schreiben würde, genau. So. Voilà. Oder SM ist dann wiederum Small. Genau, so haben wir verschiedene Größen, die wir da einsetzen können. Und das Ganze ist jetzt hier linksbündig. Linksbündig ist gut, aber manchmal will man es vielleicht auch zentriert haben oder manchmal rechtsbündig. Das muss man in dem Sinn ändern, indem wir quasi die Klasse selber ändern und nochmal eine neue hinzufügen. Beispielsweise, wenn man es in die Mitte tun will, Justify Content Center. Jetzt ist es im Zentrum. Oder Right wäre dann auf der rechten Seite. Beziehungsweise müsste man nicht Right, sondern End schreiben. So, jetzt habe ich es richtig. Als nächstes schauen wir uns an, was das diese Bootstraps, diese Breadcrumbs auf sich haben. Wenn ihr da schaut, es ist auch auf W3 Schools sehr schön beschrieben, Breadcrumbs, übersetzt heißt das Brotkrümel. Die ganze, der Name kommt von Hänsel und Gretel, wo da quasi durch den Wald gespaziert sind und immer den Brotkrümel hinterher gelaufen sind.
Auch hier haben wir die Möglichkeit, quasi brotkrümelmäßig durch die Hierarchie eine Webseite zu steuern. Das ist die oberste Kategorie, hier sind beispielsweise Fotos und dann sind es die Fotos im Sommer 2017 und dann in Italien und dann nach Rom. Also ist das der Pfad, wie man auf diese Seite kommt. Das ist ein sogenannter Breadcrumb. Ein sehr praktisches User Interface Element, weil so kann man auch bei sehr tief verschachtelten Websites noch einigermaßen den Überblick behalten. Schauen wir uns das an. Auch hier eigentlich sehr einfach. Wir haben hier die Unordered List mit einzelnen List Items und dann einfach die entsprechende CSS Klasse hinzugefügt. Das ist ziemlich clever, wenn man sich das mal durchdenkt. Probieren wir das aus. Wir kopieren einfach mal diesen Block in unser. Also ändern wir doch mal Fotos auf Deutsch, indem wir da Fotos schreiben und dann ist es das Sommer 2018 und dann waren wir nicht in Italien, sondern beispielsweise in Frankreich und in Frankreich, was gibt es da für Städte, beispielsweise Paris und so haben wir da entsprechend diesen Part, den wir angepasst haben und aktuell sind wir auf der Seite Paris. Frankreich wäre dann hier, dann würde man den Link entsprechend anpassen. Und bei Sommer 2018 wäre es dann dieser Link, den man anpasst. Das sind die Breadcrumbs. Im letzten Teil dieses Videos schauen wir jetzt noch an, wie wir Bootstrap so Listen machen können, Listen von Items, die man dann entsprechend auswählen kann, beispielsweise mit Links oder anfärben kann. Hier haben wir auch wiederum Unordered List und mit einzelnen List-Items entsprechende Elemente, die dann gruppiert sind. Also probieren wir das doch gleich mal aus in Brackets und schauen, wie das aussieht. Wenn wir das rüber kopieren, werden hier diese drei First Item, Second Item angezeigt. Also das ist das erste Element. Und dann können wir so weiterfahren. Zweites Element und drittes Element. Wie gesagt, auch hier eine CSS-Klasse, die die ganze Magie umsetzt. ListGroup ist die UL und ListGroupItem dann entsprechend die CSS-Klasse im Item. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, entsprechend den Eigenschaften noch weitere Klassen hinzuzufügen, beispielsweise Active. Wenn wir machen wollen, dass zum Beispiel das erste Element aktiv ist oder das zweite, je nachdem, was eben ausgewählt ist. Wir können entsprechend die Items dann auch Aktionen verknüpfen. Also wir können beispielsweise einen Link hinterlegen und wenn der Link hinterlegt ist, möchte man beispielsweise so einen kleinen Effekt haben, dass die ganze Liste ausgewählt wurde. Für das müssen wir List, Group, Item, Action machen. Und mit dieser weiteren CSS-Klasse habt ihr dann die Möglichkeit, wenn ihr darüber fahrt, entsprechend seht ihr, gibt es einen Hover-Effekt über die ganze Ebene. Typischerweise würde man, wenn man so einen Link hat, dann entsprechend halt nicht ein ULI haben, sondern ein Anchor. Also hier ein A. Und könnte dann entsprechend im href dann auch den Link test.html eingeben und dann hätte man hier, wo man auf die Seite test.html oder hmlt, je nachdem, wenn man es falsch schreibt, hinspringen kann. Auch da gibt es die Möglichkeit, die Items wieder zu deaktivieren, beispielsweise mit disabled. Also, das ist jetzt auch korrekt. Jetzt haben wir da die einzelnen Items, die wir auswählen können. Und wenn wir jetzt eben eins deaktivieren, dann wäre das disabled, was entsprechend möglich auch diesen Hover-Effekt dann deaktiviert. Eine weitere Möglichkeit, mit diesem Item zu arbeiten, ist, wenn ihr sie nicht vertikal haben wollt, sondern horizontal, dann muss man zuerst wiederum auf diese LI wechseln. Und wenn ihr jetzt da noch zusätzlich zu List Group ein List Group Horizontal
Sonntag einfügt, dann schwupp, werden alle Elemente horizontal ausgelegt. Das ist ein bisschen unschön, ein bisschen lang. Also erstes Element so und jetzt habt ihr die einzelnen Elemente auf einer Zeile. Spannend wird es dann wieder, wenn ihr Farben machen könnt, also mit Farben beispielsweise, wenn ihr nach diesem Action ein List Group Item Danger beispielsweise, ist das dann rot, oder mit Success ist es entsprechend grün dargestellt. Und was man auch noch toll ist, man kann so Batches dann auch einbauen. Batches in dem Sinn, dass man jetzt auch wieder anzeigen kann, man hat beispielsweise eine Eingang, E-Mail, irgendwelche Nachrichten. Und da will man zeigen, dass neue Nachrichten eingetroffen sind. Und jetzt kann man da sehr einfach ein Span und mit den Class Batch Primary Pill und so, dann beispielsweise könnte man 12 neue Nachrichten anzeigen und hat dann so die Möglichkeit, wichtige Informationen anzuzeigen oder die ganze Sache wieder einzufärben. Also hier könnt ihr diese verschiedenen Bootstrap-Elemente beliebig kombinieren. Soweit, so gut. Viel Spaß mit diesen verschiedenen Möglichkeiten und bis zum nächsten Mal.